und ich begrüße euch zurück zu Tales of Cilia. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Dorf, um mal Mila nach Hause zu bringen. Und dazu müssen wir jetzt erstmal... Okay. Also, was ich beim letzten Mal nicht wusste mit den Shortcuts, das hat sich bestätigt gerade. Wenn ich jetzt einfach den rechten Stick benutze, dann wird direkt Fertigkeit verwendet. Die Artis. Alles klar. Dann habe ich das schon mal geklärt. Das ist gut. So. Was haben wir denn hier? Compared to Fenmont's night climb, the sky in Arjul sure is bright. That's true. The spirit climbs here are much more stable. What are you talking about? What do you intend to climb? C-L-I-M-E. Surely the great Lady Maxwell knows all about the subject? Don't flatter yourself by assuming I recognize every arbitrary word you humans create. Human arrogance can be so trying. Mila, do you know what Riza Maxia is made of? As if I wouldn't know? The power of spirits composes the entire natural world. Right. The term spirit climb refers to the balance of spirit power. When that power is out of balance, nature can become polarized in one direction. That's why there are unusual spirit climbs. Like the perpetual night of Fenmont. I see. Thank you. Now I understand. You're very good at explaining things. My pleasure. Oh, I see how it is. I guess I'm just an arrogant human compared to little old innocent Jude. Sehr verkackt, Alvin. Alles klar. Alt. Ich sehe schon Scharfschützen hier. Das mag ich überhaupt nicht. Und Schwalmtanz. So, weg damit. Wow. Also die machen wir schnell fertig hier. Also Problem mit dem Kämpfen habe ich nicht. Das sehe ich jetzt schon. Oh, und da ist eine Truhe. Trank des Lebens. Und da steckt doch was im Baum. Kupfererz. Wow, und da kommt Megaskorpion. Alles klar, dann komm mal her. Also Stahl haut rein. So. Also coole Fähigkeiten, die ich hier habe. Die gefallen mir. Also wenn man richtig schöne Fähigkeiten drin hat, die man auch mag... Dann macht das Kämpfen ja richtig Spaß. Ob ich auch mit Alvin mal verbinden sollte? Momentan habe ich nicht so das Bedürfnis, das zu machen. Aber vielleicht machen wir das irgendwann. Und bam. Ich bin lieber mit Mila zusammen. Lieber mit so einem heißen Mädchen anstatt einem Kerl. Rahmschwarze Feder. Und es kommt zum Kampf. Ein paar süße Goblins. Und ich merke jetzt schon, jetzt kriegen wir Windpflanze ab. Auch. So, komm. Jetzt geh mal weg hier. Au. Ja, over already? 15 Sekunden haben wir gebraucht. Also ich habe überhaupt keine Probleme mit KP oder TP. Die regenerieren sich so schnell wieder, dass ich einfach sagen muss, das ist super. Und Schwalmtanz. Und wir können schon die nächste verbundene Artis anwenden. Ich werde das dann direkt mit Stahl probieren. Vorausgesetzt, wir treffen auf Gegner. Ah, da glänzt doch was. Bestiendung, alles klar. So, nördlicher Bereich. Heilige Muku. Hier gibt's aber viele. Alles klar, dann probieren wir mal. Und los geht's. Flammensphäre. Alter. Das macht Spaß. 9 Sekunden. Oh Gott, ey. Die habe ich alle verbrutzelt. Die Ärmsten. Die Ärmsten. So muss man ein Monster töten. Und nicht anders. Halt. Da habe ich einen Sniper. Komm her. Oh,
Okay, hier werden Objekte einfach so verbraucht. Das muss ich mal in der Strategie eben nachschauen. Hier werden Objekte verwendet, obwohl ich das... Verwendet Objekte basieren auf den Einstellungen. Okay, also ich kann sagen, die sollen das nicht tun. Ich muss mal kurz schauen, wie es denn mit meinen Objekten aussieht. Also ich bin ja irgendwie nicht so dafür, dass sie bei kleinen Kämpfen hier einfach so Objekte verwenden. Von daher sage ich nein. Sollen sie nicht machen. Das mag ich nicht, dass sie einfach so Objekte verbrauchen für solche kleinen Kämpfe hier. Das muss nicht sein. Okay, und los geht's. Hier sind Sniper. Dann kümmere ich mich um die mal. Habe ich Bombe? Schwalmtanz! Und Schwalmtanz! Wir haben schon bald wieder ein Level Up. Das gefällt mir. So, hui. Hier gibt es einiges zu sehen. Und da sehe ich auch eine Truhe. Also die Welt ist wirklich sehr schön anzusehen. Und es ist auch nicht so groß, dass man sagen muss, oh mein Gott, ey, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hin soll. Die ist mir zu groß. Nein, das definitiv nicht. Die ist sehr schön überschaubar. Und Schwalmtanz. Bam, bam. Gegen den will ich gar nicht kämpfen. Gegen dich will ich kämpfen. Muss aber erstmal noch auswählen. So. So, Cerberus-Schlag. Und dann gibt's noch die Faust. Und dann bist du kaputt. Kaputt und vernichtet. Also die Monster hier machen mir überhaupt keine Probleme. So, was haben wir denn hier? Stückholz. Also bei Rollenspielen finde ich ja wichtig... Also es muss natürlich Spaß machen. Also ich habe ja ein Projekt gehabt, Breath of Fire 3. Da ist man rumgelaufen und... Diese Random-Kämpfe. Random-Kämpfe, finde ich, ist der Fluch in jedem Spiel. Jeder Entwickler, der meint, Random-Kämpfe reinzubauen, der gehört geschlagen. Definitiv. Also ich weiß nicht, ob es mit Final Fantasy so angefangen hat, da Richtung Random-Kämpfe, dass das populär wurde. Aber ich hasse es. Ich hasse es akkontiv, wenn ich hier rumlaufe und dann jedes Mal genervt werde. Bei Pokémon haben die es ja noch immerhin so verharmlost, beziehungsweise entschärft, dass man halt durch Gras läuft. Man läuft durch Gras und man weiß halt, da ist jemand. Geh einfach aus dem Gras raus, dann wirst du schon nicht genervt. Aber, ich muss einfach sagen, wenn man dann durch die Welt hier läuft und dann noch genervt wird, das ist scheiße. Feste Spiele mit Monstern. You see the way Mila freezes those enemies in their tracks? I guess she really is into bondage. Oh, is that what the technique is called? Oh, I thought I'd get more of a rise out of you than that. I'm just tired of your lies and innuendos. Just give it up already. Oh, and now I'm the one being tied down by your sadistic decrees. Sorry, Jude. I'm not that into bondage play. But it is true that some people can only experience true intimacy when they're tied and bound. The conversation takes a surprising turn. Are you speaking from personal experience? No, I read it in a book. It was called Men and Women Beneath the Sheets. What sort of books are you reading? There was a similar comment in The Aesthetics of Being the Catcher as well. That one's probably about something different. Oh? Well, I wouldn't really know. Sounds like Mila's more into total freedom than tying anyone down. Oh mein Gott, über was diskutieren die hier? Muss ich jetzt hier noch zensieren? Das Spiel ist ab 12, wohlgemerkt. Und wir haben schon einen Professor auflösen sehen. Und, also ich weiß nicht. So. Unsere Leiste da ist komplett aufgefüllt. Ich habe aber jetzt nicht das unbedingte Interesse, das zu aktivieren. Warum sollte ich? Das spare ich mir lieber für wichtige Bosskämpfe auf. Das verschwende ich doch nicht für kleine Monster. Hier ist sonst nichts. Und ich habe das Gefühl, jemand kommt... Da kommt tatsächlich jemand. Na, komm mal her. Ich kümmere mich liebevoll um euch. Au, ich bin umgekippt.
So, Schwalmtanz. Aua. So, jetzt bekommst du erstmal gut. Und Level up. So, Liliumkugel. Die muss auch bald erweitern können, oder nicht? Sollte man meinen. Also, wohin gehen wir? Stabile Verschiebung, Zauberschutz, Schimmerwirbel, freie Verschiebung, Levelwiederherstellung. Genau, das wollten wir machen. Nebenbei gelernt hat sie kurzer Gewinn. So, Zauberschutz und Levelwiederherstellung. Und ansonsten... Stabile Verschiebung vermeidet Taumeln bei Geisterverschiebung. Solider Schutz. Angriff können wir erhöhen. Blitzabwehr. TP plus 5. Schimmerwirbel. Freie Verschiebung. Schwierig zu sagen eigentlich. Ich gehe mal hier hin. So. Artis sollten drin sein. Fertigkeiten. Levelwiederherstellung auf jeden Fall. Aber wir müssen mehr Fähigkeitspunkte, glaube ich, reinhauen. Das sollten wir auf jeden Fall. Habe ich auch so Zauberschutz hier drin? Ja. Verringere magische Schäden, indem du gleichzeitig Viereck und links unten hältst. Okay. Sollte man wissen, sowas. Gewonnener Titel, Niederer Geist. Was soll ich eigentlich mit den Titeln da? Kann ich die irgendwo hier reinsetzen? Oh, okay. Ja, hier sind die Ereignisse. Ah, Titel. Titel erhältst du durch erfüllte Bedingungen wie das Sammeln von Objekten oder das Besiegen neuer Gegner. Jeder erlangte Titel gewährt eine bestimmte Menge an Rängen. Denjenigen mit vielen Rängen wird viel Gutes widerfahren. Okay. Warum nicht? Oh, sag nicht, man kann auch die ganzen Plaudereien nochmal sehen. Ja, kann man sehen. Oh, nee, du. Okay, dann kämpfen wir noch ein bisschen. Ein bisschen trainieren. So, erstmal Ziel wechseln. Und los geht's. Nein, das lässt du mal schön bleiben hier. Hier wird nicht gezaubert. Anu. Hoppa, hoppa, hoppa. Und oh. Schön aus der Luft da weggekickt. Das tut mir gefallen. Ah, da sehe ich was glitzern. Und da ist auch noch eine Truhe. Also Truhen sollte man auf jeden Fall aufmachen. Und ich sehe einen Goblin. Ich komme. Und so, kaputt. Oh mein Gott. Ist das nicht ein bisschen zu kurz als ihr Rock? Ach was, ist so eine gute Aussicht. Und es hindert einen nicht bei der Bewegung. Ja. Alles klar. Alles klar. Habe ich verstanden. Level up für Jude. So, in welche Richtung wollen wir denn gehen? Erholungsring, ein Kriegsarte, das Statuskrankheiten nahe Verbündeten heilt. Genau das von einem vielversprechenden Medizinstudenten zu erwarten. Geist erhöht maximale TP um 5%. Wasserschwung, trainierte Reflexe ermöglichen einen schnellen Ausfallschritt zur Seite, gefolgt von einem lähmenden Beinwischer. Okay. Fähigkeitspunkte gibt es hier. Dann würde ich mal sagen, dann gehen wir in diese Richtung. Und haben Geist erlernt. Alles klar.
Gewonnener Titel, weißer Gürtel. Finde ich cool, sowas. Also das Spiel hat echt was. Es ist nicht zu kompliziert, also ich hatte echt Angst mit dem Kämpfen, dass ich das nicht hinbekomme. Deswegen habe ich erstmal gezaudert, ob ich das Let's Playen soll. Aber nachdem ich einige Aufnahmen gemacht habe und kämpfe, muss ich sagen, überhaupt kein Problem. Ist das der einzige Gegner? Ja. Okay. Und tschüss. Alvin ist hoffentlich auch bald dabei. Mit aufleveln. Apfelgummi. Aber du kannst nichts mehr tragen. Was? Ich kann nichts mehr tragen? Ich bin voll? Interessant. Wo sehe ich das denn? Oder ist allgemein Apfelgummi voll? Okay. Interessant. Ich wusste gar nicht, dass mein Beutel voll sein kann. Besonders, da mir nirgendwo angezeigt wird, dass mein Beutel voll ist. Oder seht ihr das? Also ich sehe nirgendwo das, was steht von wegen, ich bin voll. Okay. Interessant. Das finde ich interessant. Vielleicht sollten wir dann in der nächsten Stadt mal ein bisschen handeln. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal hier speichern. Alles klar. Bum, 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 bum. Alles klar, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann.